Jerome Robbins war ein Wandler zwischen den Welten. Mühelos bewegte sich der US-amerikanische Choreograf zwischen klassischem Ballett und Broadway-Musical. Mit beiden feierte er große Erfolge. Für John Neumeier gehört Jerome Robbins zu den prägenden Choreografen des 20. Jahrhunderts. Zu dessen 100. Geburtstag im kommenden Jahr würdigt das Hamburg Ballett Jerome Robbins und bringt zum Spielzeitauftakt die Wiederaufnahme von Chopin Dances auf die Bühne der Hamburgischen Staatsoper. Jerome Robbins, 1918 als Sohn polnischer Einwanderer in New York geboren, war als Maler und Musiker ebenso talentiert wie als Tänzer. Als Choreograf schuf Robbins große Broadway-Erfolge wie die West Side Story. Am New York City Ballet entwickelte er aus der europäischen Tradition heraus eine eigene amerikanische Klassik. Für John Neumeier repräsentiert Robbins' Stil das Beste, was das amerikanische Theater und der amerikanische Tanz hervorgebracht haben. Die beiden Werke von Jerome Robbins, die John Neumeier in Chopin Dances zu einem Doppelabend zusammenbringt, könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. The Concert aus dem Jahr 1956 und Dances at a Gathering, das 1969 uraufgeführt wurde. Dances at a Gathering präsentiert sich als klassisch-folkloristisch ausgerichtete Choreografie, unterlegt mit fröhlichen Mazurkas und Walzern von Frédéric Chopin. Vor einer puristischen Szenerie kommen 5 Tanzpaare in immer neuen Konstellationen zusammen, finden sich und verlieren sich wieder. Dances at a Gathering ist ein heiteres, fließendes Spiel, das mit schwebender Leichtigkeit von menschlichen Beziehungen erzählt. Als junger Tänzer sah John Neumeier zum ersten Mal Dances at a Gathering, kurz nach seiner Premiere mit der Originalbesetzung. Für Neumeier eines der größten choreografischen Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. Unbewusst habe Robbins Einfluss auf seine eigene Entwicklung ausgeübt, sagt der Ballettintendant und Chefchoreograf des Hamburg Ballett. Wie kaum einem anderen sei es Jerome Robbins mit Dances at a Gathering gelungen, eine gefühlvolle Beziehung in Bewegung darzustellen. Eine ganz andere, temporeich humorvolle Seite des Schaffens von Jerome Robbins präsentiert das zweite Stück des Abends. The Concert ist ein komödiantisches und ebenso nachdenkliches Ballett über die Reaktionen des Publikums auf die Musik Frédéric Chopins. Auf der Bühne treffen Tänzerinnen und Tänzer auf einen Konzertpianisten mit höchst unterhaltsamen Folgen. Die Unvollkommenheit der Akteure auf der Bühne wird in The Concert humorvoll überspitzt und mit einem grandiosen Sinn für Timing den Eigenheiten der Konzertbesucher gegenübergestellt. Augenzwinkernd entlarvt Robbins so die typischen Rituale klassischer Konzerte.